Guten Tag zusammen. Ich bin zwar kein Abonnent der Bild-Zeitung und ich lese noch nicht mal den Sportteil, aber hey, die haben schon mal einen Artikel über mich geschrieben, also sind sie echt nicht mehr so schlimm und so rechts wie vor 40 Jahren, als Heinrich Böll aus gegebenem Anlass die verlorene Ehre der Katharina Blum geschrieben hat. Mit dabei sind Katharina Blum, eine 27 Jahre junge, attraktive Hauswirtschafterin, die beim Ehepaar Blorner, sie ist Architektin, er ist Anwalt, arbeitet. Und die sind echt gütig. Else Woltersheim ist auch Hauswirtschafterin, Katis Patentante und Freundin. Dann gibt's den bösen Kommissar Beizmänner, einen Polizist von der Kripo. Einer, der nie in der Erzählung direkt auftaucht, bei uns aber schon, ist Ludwig Götten, ein Bundeswehrdeserteur. Huah, ja, das ist fast so schlimm wie Kinderschänder. Und abschließend erwähnen wir den Zeitungsreporter Tötkes und viele andere. Heinrich Böll veröffentlicht seine Erzählung 1974, als von der Bild-Zeitung, die hier als die Zeitung in Großbuchstaben erscheint, eine regelrechte Hetzjagd gegen RAF-Sympathisanten veranstaltet wurde. Los geht's am Mittwoch, den 20.02.1974 um 18.45 Uhr. So, die Blornas habe ich heute Nachmittag zum Zug gebracht. Morgen ist Weiberfassnacht, da kann man ja mal ein bisschen tanzen gehen, oder? Und sie fährt zur Party ihrer Patentante, wo die Patentante natürlich ist, und auch ein paar Leute, die sie noch nicht kennt, zum Beispiel der Ludwig. Und die sehen sich und er so, wow, und sie so, wow, und sie verbringen die Nacht miteinander. Am nächsten Morgen ist sie alleine, da klopft es, Kriminalpolizei, aufmachen! Und der Beizmänner steht vor der Tür und sagt, wo ist der Götten? Keine Ahnung, als ich heute Morgen aufwachte, war ich schon allein. Hat er dich gefickt? Denn er ist sehr wütend, weil der ihm durch die Lappen gegangen ist. Er hatte ihn schon so lange beschatten lassen. Und sie wird rot und sagt, so würde ich das nicht nennen. Mitkommen zum Verhör. Was, wieso denn? Was ist denn los? Das ist ein Bankräuber und Mörder. Auf dem Revier erfahren wir dann einiges über die Kathi. Die sagt nämlich, also ich komme vom Dorf, mein Vater ist früh gestorben, dann habe ich diesen Brettlo geheiratet, aber der war immer so zudringlich, deswegen habe ich mich von ihm scheiden lassen, bin in die Stadt und arbeite eben jetzt als freie Hauswirtschafterin. Mit Hilfe von den Blorners habe ich mir die Wohnung gekauft und bezahle sie ab. Und die Polizisten sind eigentlich erstmal ganz nett und sagen so, Schnittchen, Tee? Und sie so, nein, auf keinen Fall. Ich habe bei den Blorners bei langen Partys mal mit den Akademikern und Verheirateten ohne Niveau getanzt, aber die waren immer so zudringlich. Und die haben mich auch mal nach Hause gebracht, aber da war nichts. Die Party bei Tante Else war die erste seit Jahren, wo ich mal war. Und von einigen Nachbarn wird ausgesagt, dass sie immer mal wieder Herrenbesuch hätte. Sie kennen den Götten also schon länger. Und die so, nein, auf keinen Fall, ich habe den gerade erst kennengelernt. Und da haben sie ihm gleich mal den Weg aus dem Haus gezeigt, ne? Den zärtlichen Ludi. Und das stimmt, das gibt sie aber nicht zu, weil sie von Frau Blorner, der Architektin des Wohnblocks, alle Heizungs- und Geheimwege kannte. Blorner wird am gleichen Tag noch an seinem Ferienort, wo er Skifahren ist, von einem Zeitungsjournalisten heimgesucht und der so, trauen Sie Ihrer Haushälterin ein Verbrechen zu? Und der so, wieso das denn? Naja, die ist festgenommen worden, weil der Göttin bei ihr übernachtet hat. Wie ist denn die so? Ich sag nix. Aha, also ganz schlechter Charakter. Nein, Katharina ist eine sehr kluge und kühle Person. Und am nächsten Morgen muss er feststellen, wie ihm das Wort im Munde herumgedreht wurde. Da steht nämlich, Räuberliebchen verweigert Aussage, eiskalt und berechnend. Das habe ich nie gesagt. Boah, die wird voll durch den Dreck gezogen, wir müssen heim. Sein Freund Streubleder verlangt panisch, dass er ihn sofort vertreten müsse. Er telefoniert aber nur mit Kathi und dann machen sich die beiden auf dem Weg zum Flughafen, warten ewig wegen Nebel, fahren dann mit dem Zug und sind erst super spät zu Hause, können am Freitag also nichts mehr machen. Und am Samstag, am nächsten Morgen, wird Katharina in der Samstagsausgabe als Prostituierte denunziert und miese Aussagen ihrer Mutter und ihres Ex-Manns und anderer zusammengetragen. Nutte und Kommunistin, alles klar, wir müssen was machen. Kathi wurde am Freitagmorgen bei ihrer Tante wieder abgeholt zum Verhör. Die Polizei wusste das einfach, weil sie sie überwacht haben, ohne dass sie es wusste natürlich. Und dann bringen sie wieder aufs Präsidium. Und der Beizmänner hat erstaunlich gute Laune und sagt, so, Frau Blum, wieso geben Sie eigentlich immer so viel Geld für Benzin aus und fahren so viel rum? Oh ja, jetzt wo Sie sagen, ich fahre total gern spazieren. Oder vielleicht zu geheimen Treffen mit Göttern? Nee. Und woher kommt dieser Rubin hier, wert 10.000 Mark? Was? Das wusste ich nicht. Nicht von Götten. Mehr sage ich nicht. Dann sind wir jetzt fertig. Da legt sie die Zeitung auf den Tisch und sagt, ja, und was ist hier mit dem Dreck, mit den Verleumdungen in der Zeitung? Ja, da können Sie privat klagen, da sind wir nicht für zuständig. Und Katharina ist echt verstört von diesen Zeitungsmeldungen, die sie so mies machen. Beizmänner hat deswegen so gute Laune, weil er ein Telefonat zwischen Kathi und Götten abgehört hat und weiß, wo er ist.
Die Frau Woltersheim wird auch vernommen und schimpft über diese Zeitung, die so, ja, Pressefreiheit. Und dann die beiden jungen Frauen, von denen eine den Götten in einem Café aufgegabelt hat. Wir sollten ja Tanzpartner mit zur Party bringen. Ach, und wusste vielleicht die Frau Blum, dass sie in dieses Café gehen würden, um einen Tanzpartner zu finden? Ja. Und der Beizmänner hält der Katharina noch vor. Ja, dann haben sie ja vielleicht dem Herrn Götten gesagt, dass er in das Café kommen soll und zufällig aufgegabelt werden. Nein, ich kenne den erst seit vorgestern. Katharina lässt sich dann von ihrer Tante und deren Freund Konrad, die sind zusammen, geben das aber nicht zu, nach Hause bringen und so. Ich habe schon gestern Nacht nach diesem ersten Zeitungsartikel den ersten obszönen Anruf gekriegt und jetzt ist alles hier schon mit anonymen Briefen im Briefkasten voll. Rote Wühlmaus, Kommunistensau, Sexartikel, das Telefon klingelt, Tante Else geht ran, wird rot. Du verdammte feige Sau, und legt auf. Und du musst wieder beten lernen. Katharina nimmt das furchtbar mit. Sie nimmt die Flaschen aus Hausbar, Küche und Bad, schmeißt sie systematisch gegen die Wand, überzeugt und überzeugend. Deswegen unternehmen die auch nichts. Den Abend verbringen sie dann gemeinsam in der Wohnung der Tante. Und Katharina näht sich, es ist ja Karneval, ein Kostüm als Beduinenfrau. Frau Blorna hat das Rätsel um den Herrenbesuch mittlerweile gelöst. Ihr Mann hat es noch nicht gecheckt. Ja, wer ist denn das jetzt? Das ist dein Freund Straubleder, der so dringend wollte, dass du ihn vertrittst. Und der so, was, dem hau ich eins in die Fresse. Ach, guck mal, da draußen fährt der Herrenbesuch vor. Dann kommt der rein und die so, hallo Herrenbesuch, was? Und dann geht sie und die beiden sind so allein. Und dieser Professor, Politiker und Geschäftsmann mit Investmentfirma erklärt, ja, ich bin total verliebt in die Kathi und ich habe ihr den Rubin geschenkt und ihr den Schlüssel zu meinem Ferienhaus gegeben, aber sie hat mich nie rangelassen. Aber hier, deine Hilfe brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Der Lüding hat die Zeitung in der Hand. Das ist sein Kompagnon. Ich befürchte nur, dass der Göttin in meinem Ferienhaus ist. Kannst du da nicht mal nachgucken? Da kommt die Trude rein und sagt, sie haben den Göttin geschnappt und jetzt gehst du mal besser zu deiner Frau und stattest ihren Herrenbesuch an. Was? Er geht dann aber. Und sie so, Katharinas Mutter ist heute Nacht gestorben. Deswegen fährt Katharina ins Krankenhaus, wo ihre Mutter gestorben ist, begleitet von ihrer Tante. Und der Arzt dort regt sich mordsmäßig über den Journalisten auf, dessen Besuch eben zum Tod der Mutter beigetragen hat. Und sie so, regen Sie sich nicht auf, das ist doch der Job von den Leuten. Das sind halt Mörder und Rufmörder, das ist ihr Job. Und Katharina ist jetzt echt fixiert auf diesen Zeitungsartikel. Den Rest des Tages verbringt sie dann bei Blorna und sagt, ich gebe dem Tötkes morgen ein Exklusivinterview. Nee, echt, oder? Am nächsten Morgen steht in der Zeitung, dass Katharina ihre Mutter durch ihre miesen Taten getötet hätte und sie wird wiederum als Prostituierte und Verbrecherin angeprangert. Dann zieht sie das Beduinenfrauenkostüm über und macht sich auf den Weg in eine Journalistenkneipe, wo sie sich diesen Tötkes erstmal angucken will. Er begegnet ihr dort aber nicht, deswegen macht sie sich schnell auf den Weg nach Hause, wo sie sich mit ihm verabredet hat für dieses Exklusivinterview. Und der ist auch sehr pünktlich und klingelt und kommt rein und sagt, so, Blümchen, was machen wir zwei denn jetzt? Erstmal bumsen. Er fummelt sie an, da zieht sie eine Pistole aus ihrer Tasche und schießt auf ihn. Bang! Ah! Bang, bang, bang! Daraufhin fährt sie in die Stadt, geht ins Kino, sitzt in der Kirche, trinkt einen Kaffee. Komisch, Reue kommt gar keine. Und abends, als nichts passiert, geht sie zu einem der Polizisten, der sie vernommen hat und sagt, hier, bitte verhaften Sie mich, ich habe den Journalisten Tötgeschossen heute Mittag. Bitte lassen Sie den abholen und verhaften Sie mich. So wird sie verhaftet. Die Boulevardpresse schreibt weiterhin ihren Müll. Und die Blornas stehen bedingungslos zu ihr. Er vertritt sie auch als Anwalt, aber sie ruinieren sich dabei finanziell und sozial. Er lässt sich auch richtig gehen, sieht man hier. Aber Katharina ist ganz froh, denn ihrem Ludwig geht's gut und wenn sie rauskommen, können sie ein neues Leben anfangen. Wie Gewalt entsteht und wohin sie führen kann, lautet der Untertitel von Bölls Erzählung. Und der Mechanismus ist mehr als deutlich. Die Boulevardzeitung ist eine echte, rechte Lügenpresse in einer Zeit, in der der Linksterrorismus der RAF die deutsche Gesellschaft spaltet. Durch ihre Lügen erzeugt sie ganz konkrete Gewalt. Heute leben wir wieder in einer Zeit der Terrorgefahr, aber die öffentliche Presse ist heute weitgehend journalistisch korrekt. Aber rechte, populistische, autokratische Kräfte platzieren manipulative Fake News in sozialen Medien, um Hass und Gewalt zu schüren. Das ist sozusagen das Erbe der Lügenpresse von damals. Deshalb seid kritisch und prüft eure Quellen. Und das, liebe Gemeinde, war die verlorene Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böll. Vielen Dank. Applaus